Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir ein kleines Experiment machen. Und zwar Cookies aus Zutaten, die, denke oder hoffe ich, jeder zu Hause hat während der Quarantäne. Ich habe das noch nie ausprobiert, dieses Rezept unter Anführungszeichen. Ich habe einfach einmal Dinge genommen, wo ich mir gedacht habe, die passen gut zusammen und die könnte man mal ausprobieren, zusammen zu mixen und vielleicht kommt da was Leckeres raus. Also angefangen habe ich hier mit 100 Gramm von, es ist eigentlich ein Frühstücksbrei, aber ich hätte gerne Haferflocken verwendet, aber ich habe keine Haferflocken zu Hause. Deswegen ist das mal ein Frühstücksbrei, der ist sogar glutenfrei und davon habe ich 100 Gramm genommen. Um das Ganze ein bisschen proteinhaltiger / gesünder zu gestalten, habe ich mir überlegt, tue mal ein paar Kichererbsen und ein paar Wachtelbohnen rein und habe versucht, sie mal zu stampfen, zu zerkleinern, so mit der Gabel. Aber das funktioniert nicht gescheit, deswegen denke ich, werde ich sie jetzt einmal in den Mixer hauen. Damit man es leichter pürieren kann, werde ich 100 Gramm Agavendicksaft dazu leeren. Das wäre dann praktisch die Süße in den Cookies. Und 30 Milliliter Olivenöl. Weil ich finde, Cookies schmecken nur dann gut, wenn es auch ein bisschen fettig ist da drinnen, weil dann werden sie auch crispy. Das Ganze leere ich jetzt hier rein und vermische das. Das schaut ein bisschen komisch aus. Ich habe keinen Löffel, ich habe keinen Löffel. Wo ist ein, hier ist ein Löffel. Ich hätte gerne Backpulver reingegeben, aber ich habe leider keins zu Hause. Falls ihr das Rezept nachmacht und ihr habt Backpulver zu Hause, dann tut es dazu, weil dann gehen die Cookies sicher besser auf. Also haben jetzt sicher viele von euch zu Ostern irgendeinen Schoko-Osterhasen bekommen oder irgendwas mit Schokolade. Und ich auch. Ich habe sogar Schokodrops bekommen und davon gebe ich jetzt 50 Gramm dazu. Ihr könnt, wie gesagt, einfach euren Schoko-Osterhasen klein schneiden und das damit auch machen. Schaut ja gar nicht so verkehrt aus. Ihr könnt ihn natürlich so groß machen, wie ihr möchtet. Ich stehe auf große Cookies. Und bei mir sind jetzt 8 Cookies. Was? Ich kann nicht zählen. I'm so sorry. Es sind 7 Cookies entstanden. Und die werde ich jetzt in den Ofen geben. Ich habe jetzt einmal aufgeheizt auf 200 Grad Umluft. Und werde die mal für 10 Minuten drinnen lassen. Und dann gebe ich euch Bescheid, wie es aussieht. Die Cookies sind fertig und auch schon ausgekühlt. Bitte kein Kommentar zu diesem da. Ich habe es jetzt insgesamt 20 Minuten drinnen lassen. Ich werde einfach mal einen kosten. Sie sind mega lecker. Sie sind so saftig. Sie sind zwar nicht so knusprig, wie ich mir erhofft habe, aber sie sind so unglaublich lecker. Und die Schokodrops, da kommen auch sehr gut. Sind halt sehr gesunde Cookies, muss man auch dazu sagen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht stolz auf mich bin. Ich werde ihn jetzt zusammen essen. Ciao, ciao!